Yo Leute, was geht? Ich bin Sutranix und willkommen zu einem neuen Free-to-Play-Chest-Opening hier auf meinem Kanal. Checkt gerne mal meinen Merchandise ab, Leute. Der Link zum Merchandise-Shop ist in der Beschreibung und folgt mir gerne mal auf Instagram, da heiße ich Sutranix. Wie schon gesagt, wir machen heute ein Free-to-Play-Chest-Opening hier auf diesem nicen Account und zwar von RolfiLP ist der Account. Das ist ein Zuschauer von mir und ich wollte noch eine kleine Sache vorher sagen. Falls ihr einen Clan sucht, joint gerne mal seinem Clan Royal Imperium. Ihr seht hier alles, Clankürzel seht ihr, Namen seht ihr. Und ja, er ist hier Anführer und er würde sich auf jeden Fall freuen, wenn ein paar Leute von euch einfach mal seinem Clan joinen. Und ihr seht hier schon Clan-Truhe 10 von 10 und noch hier eine große Herausforderungstruhe mit 12 Siegen werden wir auch noch öffnen. Also heute gibt es ein echt nices, ja, Free-to-Play-Chest-Opening mal wieder. So, hier seht ihr die restlichen Truhen, eine Gratistruhe, Kronentruhe, 3 Magietruhen und eine legendäre Truhe. Und ich habe mir überlegt, heute labere ich gar nicht so viel drumherum, denn in den letzten Videos haben sich immer viele beschwert, yo, so dran, ich rede bitte nicht so viel, ist echt ein cooles Video, aber bitte rede nicht so viel und öffne einfach die Truhen. Ich meine, klar, ein bisschen unterhalten muss ich, das ist ganz normal und heute habe ich mir aber mal vorgenommen, dass ich einfach nur die Truhen öffne und ich bin mal gespannt auf die Kommentare von euch und wir fangen direkt an. Ich werde jetzt wirklich nur Truhen öffnen. Elixiersammler hier, Königsriese 12-mal. Das war schon die Gratistruhe. Also ich werde hier wirklich eine nach der anderen öffnen. Jetzt kommt die Kronentruhe. Die ist nicht so spektakulär wie die anderen Truhen. 577 Gold, ein paar Juwelen. Juwelen sind immer gut, denn die häufen sich einfach an und Kleinvieh macht auch Mist, wie ihr wahrscheinlich wisst. So, Barbarenhütte, Riese, Ritter und das war auch schon die Kronentruhe. Leider keine legendäre Karte. Jetzt schauen wir mal kurz hier nach, wie viel in der Magietruhe sind. 4300, er hat 4500, okay. Gehen wir einfach mal hier kurz auf die Info und 4 epische und 24 seltene, okay. Wir öffnen dann einfach mal hier schnell die nächste Truhe und zwar die erste Magietruhe. Königsriese, Ofen, dann die Lakaien, die Eisgeister und... Das wird keine legendäre Karte, es kommen noch ein paar epische und zwar 5-mal der Packer. Keine Ahnung, ob er den Packer spielt, ist mir auch relativ egal, denn solange es keine Legendary ist, freue ich mich ja eh nicht. Denn Legendaries sind einfach die besten Karten. So, der Ritter, die Kobold-Gang und die Valkyrie und wir bekommen auch hier keine legendäre Karte. 4-mal den Prinzen, auch den dunklen Prinzen natürlich. So, 700 Gold knapp, den Schweinereiter, Mega-Minion. Feuerball. Ihr seht, Leute, wie ich das hier gerade runter Razor, Grabstein, Ritter und Riesenskelett 4-mal. Also, ich rede wirklich nicht viel. Ihr seht einfach nur, wie ich hier Truhen öffne gerade. Also, wir öffnen erst die Clan-Truhe. Die ist nicht so spektakulär wie die große Herausforderungstruhe mit 12 Siegen. Hier ist vielleicht eine Legendary drin. Wäre auf jeden Fall nice. 15-mal die Skelette, 4-mal der Mini-Packer, 28-mal die Elite-Barbaren, 8-mal der Grabstein, Blasrohr-Kobalt, 15-mal... Pfeile und ne, hier ist keine legendäre Karte drin. Wir bekommen noch 3-mal das Koboldfass und öffnen jetzt direkt die große Herausforderungstruhe mit 12 Siegen. Und oh mein Gott, Leute, das ist echt anstrengend, weil ich mich gerade echt beeile, damit ihr einfach mal nur Truhen öffnen seht. Denn das feiert ihr ja meistens. Juckt euch ja eh nicht, was ich laber. Ja, ne, ist natürlich eher nur ein Prank, Leute. So, wir bekommen hier echt viele Karten. Ich hoffe natürlich, dass wir eine Legendary für ihn bekommen. Ich gönn's ihm halt echt. 319-mal den Bomber. Den Prinzen 4-mal, nee, das wird keine legendäre Karte, es fehlen leider noch ein paar epische und zwar bekommen wir 6-mal das Koboldfass. Tut mir wirklich, wirklich leid an der Stelle. So, jetzt bleibt nur noch die Legendary Chest über, welche legendären Karten hat er nicht? Hier müssen wir mal nach Seltenheit eventuell ordnen, wenn es geht. Genau, perfekt und jetzt ganz runter scrollen und okay, es sieht so aus, als hätte er schon alle Legendaries. Oder er hat nämlich noch ein paar im Deck, deswegen schauen wir hier einfach mal nach. Aber ich glaube, er hat jede. Ich gehe mal davon aus, er hat jede. Wir öffnen jetzt einfach mal die legendäre Truhe. Let's go. Und wir bekommen den Elektromagier. Nice, Leute. Das ist auf jeden Fall echt cool. Die wird er sich, denke ich mal, auf jeden Fall genauer anschauen. Ne, keine Ahnung, Leute. Ich würde einfach sagen, das war's mit dem heutigen Chest-Opening. Etwas schneller nur Truhen öffnen. Folgt mir auf Instagram, checkt mein Merchandise ab. Haut rein, Leute. Ciao.